mein Gott, yes! Who's that Pokémon? Ja, ich bin durch gegen Flo über das Gracht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Was wird eigentlich mit den ganzen Flammkuchen mal aktuell noch nicht so wirklich was? Leute, ich will keine Duo spielen. Ich will einfach ein bisschen Solo-Queue spielen. Ich will das jetzt schaffen, alleine mit dem Account auf Challenger. Ich will das jetzt einfach schaffen hier. Wisst ihr, wenn ich jetzt anfange mit Jankos zu duen und das dann schaffe, ist das nicht so viel wert. Wir haben alles Solo erspielt auf dem Account hier. Also ich will das eigentlich Solo machen. Okay, die gehen am Aphelios. Game is hard. Du hast ewig kein Corki gespielt, oder? Ja, der ist leider aktuell sehr, sehr schlecht, Corki. Oh Gott. Schon wieder, Elise ist auch so broken, ne? Dieser Scheiß-Champion. So. Ist auch schon giga-broken, die Dame. Ich glaube, da ist AD besser, ne? Ich weiß nicht sicher. Ich liebe es, Aphelios zu spielen. Ja, ich meine, Aphelios ist für den, der ihn spielt, ist er spaßig, aber der ist halt einfach. Also aktuell, es gibt Gun-Interaktionen, die einfach nicht balanced sind. Und overall ist der Champion einfach zu. Der ist so overtuned. Der ist ja 100% Pick-Bun in Hilo mittlerweile. Er ist schon schlechtes Design. Diana Jungle sucks, das hattest du auch schon selber. Ja, ich spiele auch nicht Diana Jungle. Das Game wird sehr, sehr rau, glaube ich, ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr rau, das Game. Lass mal schauen, was wir hinbekommen. Ist schon wieder die Botlane-Duo-Q hier. Botlane-Duo-Q ist auch sehr, sehr unspaßig, muss ich sagen. Was sind die starken Waffen-Kombos denn? Es gibt eine Menge brokene Kombos mit dem Sniper-Gewehr. Da gibt es viele Probleme. Dann die AOE-Ulti. Die Graviton-Gun hat sehr viele Interaktionen, die wahnsinnig broken sind. Dann hast du halt situationsbedingt 1v1-Waffen, wie zum Beispiel die Pistolen oder die Rote. Ist die Rote, die ist diese Klaue oder was das ist, wo du einfach du machst sie an, machst da den Wirbel und heilst dich full life mit dem 1v1, wenn du den ja komplett weg DPS. Das ist einfach, also gerade die Sniper-Waffe müssen sie massiv nerven, aber gerade die Sniper-Waffe. Und dann kannst du noch diesen Bumerang-Stack machen aktuell, auf Nash zum Beispiel. Wenn du die Bumerangs auslöst mit der Ulti, dann kriegst du diese extra Bumerangs und dann kannst du einfach den Nash one-hitten. Also nicht one-hitten, aber das ist absolut disgusting, der Schaden. Ihr habt auch eine Duo-Botlane, das will ich hoffen. Nicht Duo-Botlane zu haben aktuell ist nicht so geil. Duo-Botlane gegen Duo Botlane ist wenigstens fair. Ja, Toplane ist schon mal over, ne? Weil die also Fiora werden wir nicht so viel machen gegen. Fuck this shit, I'm out. Warum ist da gerade mal in einer Crux rübergelaufen? Den hier schnell. Unten um die Krabbe wird gleich gefightet. Die ist schon fertig. Könnten wir probieren, Bot zu ganken. Die ist am Red gerade. Das heißt, wir haben kurz einmal Zeit. Komm mal. Ich glaube tatsächlich ist es besser, wenn ich den Kill nehme, um zu snowballen. Wie gesagt, glaube ich. Weiß nicht, ob das 100% richtig ist, aber ich glaube, es ist besser für mich, da zu snowballen. Nice. Man kann oben auch alleine pushen und wir können jetzt hier die Botseite nehmen als nächstes. Ja, ich hab mir am Anfang kurz überlegt, ihn zu lassen. Ne? Das hat man vielleicht gemerkt, ne? Weil ich neben ihm halt hergelatscht bin. Aber ich dachte mir dann, ist das überhaupt worth it? Ist es vielleicht besser, wenn ich als Lee Sin im Early snowballe? Und ich glaube, es ist besser, wenn ich als Lee Sin im Early snowballe, ehrlich gesagt. Im Midgame sollten wir dann die Kills natürlich abgeben. Aber im Early Game auf Lee Sin, ich glaube, das ist ein Snowball, den man mitnehmen sollte. Er hatte noch den Dash up, also konnte ich schon weggehen. Er kann jetzt oben farmen und wir können dann gleich für den Blue von hier schauen vielleicht. Von der Elise und können die dann nochmal all in. Okay, wer kann da gerade sein? Eigentlich keiner. Außer Elise könnte da sein. Mhm. Wir können den Solo killen, der hat kein Flash mehr. Der wird noch greeden. Einfach nur das Q hier richtig setzen. Ja, Moment. Das hat er einfach nur Missplay, da hat er gewonnen. Der hat seinen W wieder ab, das habe ich verkackt, ne? Ich habe das gut delayed eigentlich am Anfang, aber dann leider einen Fehler gemacht. Ja, der Sek ist fertig mit Farmen. Sehr gut. Wir sind jetzt praktisch der neue Top-Laner. Da kommt sie. Wait, what? Na gut, 2000 Gold, ne? Ich dachte, wenn ich das Q treffe, dann kann ich da auf jeden Fall rein, aber... It was a big mistake, my friends. Ich krieg dir auch noch den Herald, das ist sehr, sehr bitter. Das ist in der Tat sehr, sehr bitter. Den Herald können die jetzt einiges nehmen. Okay. Es ist so schade, dass die Diana runtergeroamt ist, ne? Einfach fürs Objective zu gehen. Ich nehme an, unten waren ein paar Kills, aber... Ich hätte es aber auch besser signalisieren müssen, logischerweise.
Ich weiß nicht, das Game, also ich bin super gut dabei, aber ich bin leider nicht stark genug, um irgendwie, wir werden einfach über die Map hier getrieben, ansonsten. Entweder macht sie den Drake, oder was macht sie sonst? Drake macht sie, oder sie ginkt einen Bot jetzt zu viert. Diesmal wären wir wenigstens cool geblieben. Mal nicht für den Int gegangen. Man muss nach oben gehen und da die Dings aufhalten, die Führer. Fuck this shit, I'm out. Passive, aber ich glaube, die wird nicht leben, oder? Ja. Ich sogar gewohnt habe. Ah, der Start ist immer. Die Starts von den Fights sind immer so gut und dann geht alles schief danach. Ja. Wir kriegen den Eintöd und unseren Red Buff kriegen die hier. Naja. Ein schwerer Start, aber ist schon okay, alles. Schon okay, wir werden fein sein hier. Ein schwerer Start in den Tag. Aber das Game ist okay. Also das Game ist... Ich mache halt einfach zu viele Fehler. Ich bin so schön fett, aber das reicht halt nicht, ne? Man muss es auch konsequent dann spielen. Der Drake ist Ocean. Können trotzdem noch gewinnen. Es ist nicht verloren. Das Problem ist, dass der Aphelios halt extrem gut scaled, ne? Und irgendwas ist echt schwierig, was zu machen gegen den Champion. Drake hier nehmen, glaube ich, oder? Ich hatte Shari im Time. Okay, Buddy. So, könnten nicht probieren. Der Dings hat sehr, sehr hohe DPS, ne? Der Aphelios. Gehen wir einmal zurück und dann würde ich sagen, gehen wir Mordor GA. Ich glaube, wir gehen GA direkt, ne? Oh mein Gott, yes! So schön von der Diana. Well played, man. Aber huge für uns. Auch guter Sektfight Engage da. Sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus jetzt für uns. Schöne Fights von unserem Team. Power von CC in der Solo-Queue. Einfach easy executable CC. Wenn er die früher ultet, dann überlebe ich sogar da. Aber ist trotzdem fein, ne? Die stirbt auch. Trotzdem fein. Mit den ultet gehen. Oh, schade, ey. Wenn er gleich die Elise ultet, dann muss die reposten. Dann überlebe ich, glaube ich. Weil er das mag gerade nach vorne. Muss jetzt dranbleiben, damit die nicht resetten kann. Ja, einfach nur, die darf nur nicht basen. Wait. Hier können wir gar nicht finishen, ne? Ne, wir können gar nicht finishen, ne? Können wir? Ich hätte nicht reingehen dürfen mit dem Q. Das war sehr, sehr dumm von mir. Ich glaube, die können leider nicht ganz. Double Inhalt vielleicht. Mann, das war dumm. Ich habe mein GA für sowas ausgegeben. Ei, nicht gut. So viele. Also in dem Game, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Aber leider sehr viel Wahnsinn auch. Ah, der Flash war zu spät, ne? Okay, Double Inhib. Ne, wir haben nur einen Inhib bekommen. Den Cloud Drake werden sie auch kriegen, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist ein Cloud Drake. Fiora ist jetzt mittlerweile halt leider sehr, sehr stark hier. Max CDR und alles auch. Ein Teamfight sollte sich die Fiora trotzdem schwer tun, oder? Weil die gegen unsere Comp gar nicht so schlecht ist. Wir haben gar nicht so viel Möglichkeiten, die zu bursten. Das, wenn sie einfach weiter geradeaus laufen.
weiß nicht, wie schnell die Blobs tatsächlich sterben im Köln. Wahrscheinlich nicht schnell genug, oder? Ah, Mann, ey, dieses Game. Wir hatten richtig schöne Höhen und wir hatten aber auch richtig tiefe Tiefen, wisst ihr? Jajajajajajaj. Okay, GG Redplate. Wer hat denn die Fiora gekillt? Naja, Nautilus zusammen mit der Senna halt hinten. Die hat ja nur einen Riposte und Nautilus hat zum Glück dreimal CC, ne? Und einen Slow. Balanced Champion overall. Die Diana hat aber mit dem einen Engage in der Mitte das Game gecarried. Right. Second most damage. Lee ist so broken auch. Diese ganzen Jungler, also so Elise, Lee Sin, Rek'Sai, dieses ganze Early Game Gedöns, das ist so overpowered zurzeit.